Denn das ist das Erste, womit man eigentlich beginnen sollte, wie es im Hadith von Ibn Abbas vorkommt. Er sagte, es in den Sahihain, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh ibn Jabal in den Jemen schickte, sagte er, innaka ta'ti qawman ahla kitabin, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Du wirst zu einem Volk bestehend aus den Ahlul Kitab gehen. Also er wird dorthin geschickt. Drum soll das Erste, womit du beginnen wirst, die Shahada la ilaha illallah sein. In einer anderen Überlieferung, dieses Hadith, also andere Wortlaut, sagte er, dann soll das Erste, wozu du sie aufrufst, der Tawhid sein, diesem Ausdruck. In einer dritten Überlieferung des gleichen Hadith, anderer Wortlaut, da sagt er, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مَعْرِفَ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُ اللَّهِ. Das Erste, wozu du sie aufrufst, soll die Ibadah Allahs sein. Wenn sie dann Allah kennen, seht ihr in dem Hadith ein ganz interessanter Punkt. Und zwar, er hat gesagt, du sollst sie zur Ibadah Allahs aufrufen. Du sollst sie zur Ibadah Allah Ta'alas aufrufen. Wenn sie dann die Ibadah kennen, was versteht man daraus? Hört euch nochmal den anderen Text an, andere Wortlaut. Du sollst sie zur Shahada La Ilaha Illallah aufrufen. Wenn sie dies tun, dann rufe sie zum Gebet auf. Oder dann unterrichte sie darüber, dass ihnen 5 Gebete am Tag und zur Nacht obliegen. Und wenn sie das tun, dann teile ihnen mit, dass ihnen die Zakat zur Pflicht gemacht worden ist, die von ihren Reichen genommen wird und an ihre Arme, an die Armen unter ihnen ausgehändigt wird. Aber dieser Wortlaut, der letzte, den ich hier nannte, da sagt er, ila ibadatillah, ruf sie auf zur Ibadah Allahs, wenn sie dann Allah kennen. Wisst ihr, was man daraus ableiten kann? Das Essenz der Ibadah Allah Ta'alas, die Essenz der Ibadah, die Kenntnis Allahs ist. Die Kenntnis Allahs. Denn in anderen Texten, in anderen Wortlauten sagte er, du rufst sie auf zur Shahada La Ilaha Illallah, wenn sie das getan haben. Hier sagt er, du rufst sie auf zur Ibadah Allahs, wenn sie dann Allah kennen. Er sagte nicht, wenn sie dies getan haben. Weil die Kenntnis Allahs ist die Essenz der Ibadah. Das ist die Essenz der Ibadah.